Der Schlachthof steht noch, obwohl die Kapelle in der Nähe nur noch eine ausgebrannte Hülle ist. Ich stand vor ihr, als die letzten Balken in die qualmende Asche fielen. Kurz vor der Arbeit. All meine Gebete, all meine Hingabe, nun nichts als Trümmer. Das Ferkel wächst. So sehr, dass seine Seiten gegen die Wände des Versteckes pressen. Ich glaube, es war froh, mich zu sehen. Und ich war froh, es zu sehen. Ich denke nicht, dass der Schlachthof noch sicher ist. Ich muss mir etwas ausdenken. Das Ferkel muss beschützt werden.